Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Amn. Wir sind immer noch im Unterreich. Yippie yay. Und irgendwann kommen wir hoffentlich aufs Festland wieder zurück. Um Irenikus noch eins aufs Dach zu geben. Aber erstmal das Unterreich. Wir haben hier oben erfolgreich den Balor bekämpft. Nach 20 Versuchen, 200 Versuchen, 2 Millionen Versuchen. Naja, vielleicht nicht ganz so viele. Frag keine große Herausforderung. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, ihn zu besiegen. Was mich gerade eher wundert, ist die Tatsache, dass es hier eigentlich irgendwo im Westen noch einen Zugang geben müsste zu einem weiteren Dungeon. Weil wir hatten ja bis jetzt nur die beiden Dungeon. Der letzte fehlt noch. Ich war nun gut. Es sind nämlich drei optionale Dungeons, mehr oder weniger hier in der Gegend. Also ich kann mich ja drei erinnern, nämlich den Gedankenschinder-Dungeon, das war der hier, den Beholder-Dungeon, der war hier und hier irgendwo hier drüben müsste der Cow-Dungeon gewesen sein vor den Fischmenschen. Also soweit ich mich erinnern kann, war der irgendwo in dem Bereich. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht mehr, wo der war. Auf jeden Fall gab es drei Stück hier. So, ich will jetzt aber Mach, erstmal was mit immer ihr dem wünscht. Wirt reden. Ja? Da ladest du, Gab. Willkommen in meinem provisorischen Gasthaus. Ich muss sagen, ich habe noch nie euresgleichen hier in so kurzem Zeitabstand gesehen. Ich kann die Ruhe weicher Betten anbieten, wenn ihr möchtet. Sagt es nur, oder werdet ihr bekommen. Werdet ihr sie bekommen? Ja, genau hier. Weil hier ist nicht zufällig ein verloren gegangener Ausrüstungsgegenstand untergekommen, der einem Zauberer gehört. Man findet eine Menge in den Tunneln, jawohl. Es kann nicht schaden, wenn man etwas aufhebt, was aus einer toten Hand gefallen ist. Nur der Zauberer ist nicht mehr tot. Er wünscht sich sein Buch der Rituale zurück. So nennt ihr das also, wenn ihr die Sachen von einer noch warmen Leiche steht? Ich will euch nicht das Herumstöbern vorwerfen. Ich möchte nur das Buch, das er hatte. Nehmen wir mal die 1. Nicht mehr tot? Das sehe ich gute Erholung. In Ordnung, ihr könnt sein Buch haben, aber ich möchte einen Finderlohn. Ich habe es sogar getrennt von den anderen Dingen aufbewahrt. Seltsamer Lesestoff ist das. Sind 300 Goldmünzen zu viel für euren Geldbeutel? Na gut, nehmt die 300. Da sind wir im Geschäft. Ich danke für euer Entgegenkommen. So, wir haben jetzt schon mal das Buch. Das Buch befasst sich mit Ritualen der elementaren Bedingungen, gehört einem Magier namens Vital. Andere Leute können nur wenig damit anfangen. Fragt, wenn ihr es wollt. Ja, damit wir mit Vital zusammen die Tore versiegeln können, damit uns die Elementare nicht mehr nerven. Seid abermals willkommen. Seid aber was Wir bekommen. fürchteten um euer Wohlergehen, als wäret ihr einer von uns. Ja. Ich hörte den Lärm während eures Kampfes zerlegt und ich bin froh, euch lieb wiederzusehen. Mein Dank ist unbeschreiblich groß. Jetzt, wo der Tunnel zusammengefallen ist, wird die Bestie nicht wieder gestört. Ich weiß, dass sie tot ist, aber wer weiß, was mit solchen Dingen alles geschehen kann. Nur normalerweise kehrt ein Balor in den Abyss zurück. Ich glaube kaum, dass ihr einen Tunnel bis in den Abyss gegraben habt. Ich glaube eher, dass der noch aus irgendeinem Drow-Krieg übrig geblieben ist. Ja, sie wird euch nicht mehr plagen. In Ordnung, ich werde eure eigenen Ziele keine Sekunde länger verzögern. Bitte nehmt diesen magischen Gegenstand als Teilzahlung an. Und außerdem den Lichtstein. Damit werdet ihr in der Lage sein, die große Treppe zu begehen und den Hort von Adalon zu betreten. Ich wünsche euch alles Gute. Jo, und Streitkolben. Den werde ich identifizieren können und den Lichtstein.
Den Heldentrank hätte ich gern wieder hier. Du hast den Zauber bereits, du hast sie sicherlich auch. Nein, du hast sie noch nicht. Gut. Dwarfbolzen plus 1, Dwarfbolzen plus 1. Können die nicht weiter gestackt werden? Das ist aber blöd. Weil die Abus ist sehr gut eigentlich. Mit 3er ETW und allem. Neue Schleuderkugel für Eri. Ja, halt solange wir hier unten im Drow-Reich sind. Und ich glaube, wir brauchen keine neuen Schleuderkugeln mehr kaufen. Für Eri haben wir mehr als genug Schleuderkugeln. Und für Imol mehr als genug Pfeile. Tragen die beiden ja mit sich rum und sie ja auch. Okay. Natürlich. Tagebucheinträge neue. Ich habe jetzt Tiefenglockenwirt gefunden, der wie das Buch der Rituale an sich genommen hat. Um es zu bekommen, musste ich 300 Goldmünzen bezahlen. Also so viel müsste dabei doch rauskommen, mindestens vom Vital, sonst haben wir ein Verlustgeschäft gemacht. So, gehen wir erstmal wieder hier über die Brücke. Ich war, wenn es das ist, was ihr wollt. Und ja, da ist der westliche Tunnel. Habe ich also doch noch richtig gewusst, dass hier der Eingang in den letzten Dungeon ist. Ich war schon erledigt. Ja. Euer Wunsch ist mein Begehr. Das ist mir so im Nachhinein nochmal eingefallen, als ich mir nach der Aufnahme die Map angesehen hatte. Was mir dabei aber auch nochmal gekommen ist, ist eigentlich, dass wir erst mit der Main Story fortfahren können, weil wir eh mindestens einen dieser drei Dungeons für die Main Story machen müssen. Wobei ich alle drei Dungeons machen will. Einfach deswegen, weil bestimmte Sachen für unsere. Ja. Für unsere. Ach komm, sag's mir, für unsere Schmiedesachen hier, die ich hier gelagert habe, dort vorhanden sind. Das sind zum Beispiel Sachen, die wieder da raus können. Einige Sachen sind Questsachen. Ach, packen wir wieder alles da rein. Nur das hier kann in Yahiras Schriftrollenbehälter. Dann ist das wenigstens weg. Genauso könnte ich Yoshimos Herz da noch reinpacken. Aber lassen wir das mal. Ich mache lieber jetzt erstmal einen Quicksave, weil wir schon so weit wieder hier sind. Hier liegt ja nichts mehr Besonderes. Nö. Oh, du bist verletzt. Das ist nicht so toll. Muss wohl was anderes ausprobieren. Nicht ihr seid zurückgekehrt. Ich werde nicht wieder verlieren. Meine Arbeit macht gute Fortschritte.
Obwohl es nicht viel gibt, was ich ohne eure Hilfe tun könnte. Ja, ich habe euer Buch der Rituale gefunden. Hier lebt es. Ich danke euch. Das wird sich als eine gewinnbringende Unternehmung erweisen. Das versichere ich euch. Jetzt zum gefährlichen Teil. Es gibt drei Tore, durch die ich hindurch muss. An jedem wird ein Wächter stehen und der wird sich nicht freuen, uns zu sehen. Ich werde sie nacheinander hindurchlocken. Haltet euch bereit, euch zu verteidigen. Ein Wächter? Was für eine Art Wächter? Wessen Schatz ist das, nach dem ihr strebt? Ich kenne das Wesen der Wächter nicht, noch wer sie dort postiert hat. Ich nehme an, dass der Ort die Feste eines Magiers aus früheren Zeiten war, aber ich bin mir dessen nicht sicher. Ich bin vor lauter Neugier zu erfahren, was dort ist, verrückt geworden. Ich bedauere, dass ich euch einer Gefahr aussetzen muss, aber ich kann nicht gegen das Wesen kämpfen, während ich den Zauberspruch ausführe. Ich werde euch gut mit einem Teil dessen, was ich finde, bezahlen, das versichere ich euch. Dann führt eure Rituale durch, ich bin bereit. Ah gut, lasst die Mauer zwischen den Dimensionen vor mir zurückweichen. Lasst den Äther fest werden, sodass ein Sterblicher hindurch kann. Zum ersten Tor frei. Wir sind unserem Ziel nahe. Wünscht mir Glück. Nächstes Mal. Ja. Kratz ihnen die Augen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich werde nicht wieder verlieren. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Vital stirbt. Muss wohl was anderes ausprobieren. Das ist nicht so gut gewesen. Ich hätte ihn heilen sollen vor der Aktion, definitiv. Keine große Herausforderung. Weißt, er ist da schon recht gut verletzt. Nun gut. Vita Mortis. Ihr seid zurückgekehrt. Ja, hier nimmt das Buch. Meine Arbeit macht gute Fortschritte. Obwohl es nicht viel gibt, was ich ohne eure Hilfe tun könnte. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Das war unangenehm. Ich fürchte, ich kann auf der anderen Seite nicht lange genug überleben. Ich habe einen Teil des Schasses ergattert, aber da wartet noch mehr. Kommt zum Tor des Feuers. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ein fataler Fehler. Oh, mein. Oh, ich zeig euch einen richtigen Schwarz in die Augen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ah, du halt dich mal lieber selber groß. Die
Ihr zeigt mir wohin und ich schlage. Minsk heilt sich selber und du, Erwe, du heilst. Fatzke mal. Ja, verstanden. Jetzt ist er nur noch leicht verletzt, das reicht mal. Hier beginnt der zweite Teil der Reise. Ich werde die Feuerebene betreten und zurückkehren, wenn ich kann. Drückt mir noch einmal die Daumen. Gebt Acht, es könnte auch ein anderer Wächter dieses Tor bewachen. Ja, okay. Ja, da ist ein höherer Feuerelementar. Gut, hier scheint nicht ständig was zu spawnen.